Ein bewegender Moment für Reinhard Grindel und auch für viele Abgeordnete der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Unser Sport- und Innenpolitiker gibt sein Mandat im Deutschen Bundestag auf. Die Mitglieder der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sind stolz, dass einer der ihren zum Präsidenten des DFB gewählt worden ist. Das beschäftigt einen schon. Man freut sich natürlich auf die neue Aufgabe. Man ist dankbar für die Erfahrung, die man in der alten Aufgabe gemacht hat, die ich jetzt auch zum Teil natürlich sehr in meiner neuen Tätigkeit einsetzen kann. Aber trotzdem, ein bisschen traurig ist man schon. Nach 14 Jahren im Deutschen Bundestag sind auch viele Freundschaften entstanden. Der niedersächsische Landesgruppenchef Matthias Mittelberg betonte, wie sehr man künftig Grindels Expertise vermissen werde. Ich hoffe, du hast dir das gut überlegt, dass du jetzt gewissermaßen den Vorgesetzten wechselst, von Volker Kauder zu Gianni Infantino. Bevor uns Reinhard Grindel verlässt, wollen wir aber noch wissen, wie er die Chancen der Nationalmannschaft bei der bevorstehenden EM einschätzt. Wenn wir Gruppensieger werden und die Franzosen auch, laufen wir im Halbfinale auf sie zu. Das wird sicherlich fast ein vorweggenommenes Endspiel, denn Frankreich nicht nur wegen der Rolle des Gastgebers, sondern auch wegen der tollen Entwicklung dieser Mannschaft ist sicherlich einer der absoluten Top-Favoriten des Turniers. Aber wie gesagt, so weit müssen wir erst mal kommen. Die CDU-CSU-Fraktion wünscht viel Erfolg im neuen Amt und allzeit gute Fußballspiele.